Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur ersten Börseneröffnung mit Dirk Hilger. Ich freue mich wieder, dass Sie wieder dabei sind und dass ich auch wieder dabei bin und ja, dass Dirk die Zeit auch für uns gefunden hat heute. Mal schauen, was die Märkte gleich machen. Die letzten Tage waren ja eine Einbahnstraße. Nichtsdestotrotz, wie immer, bevor wir dann richtig loslegen, den Risikohinweis kurz miteinander besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Also ob der Dirk heute Setups auch tatsächlich dann umsetzt oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, ganz wichtig, und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, alles andere dann gleich, wenn YouTube dabei ist, und deswegen schalte ich erstmal rüber. So, jetzt sollten wir es aber haben. Es sollte irgendwie alles funktionieren. So, und dann sage ich an der Stelle minimal verspätet hier Hallo und herzlich willkommen zum Live-Trading mit FX Flat, unserem Stargast Nelson und unserer Hauptattraktion, die jetzt aus dem Off auch noch was sagen wird. Nelson, du hast die Bühne. Ja, grüß dich und natürlich auch einen wunderschönen guten Tag an YouTube, und ich freue mich, dass ihr auch dabei seid. Und ja, mal schauen, was du gleich hier uns präsentierst. Ja, bin ich auch gespannt. Ja, ich hatte vorhin irgendwie die glorreiche Idee. Ich habe gedacht, ich habe doch hier, also ich habe am Ton geschraubt. Ich vermute, das hört man. Ich hoffe, es ist nicht irgendwie zum Negativen. Nicht, dass der Ton jetzt irgendwie plötzlich verzerrt ist oder so. Also auf jeden Fall müsste er lauter werden, lauter sein als sonst. Und dann hatte ich gedacht, ich habe doch hier so einen Knopf. So, mit dem kann ich doch eigentlich auch per Hardware hier mein Mikro stumm schalten. Habe ich einmal drauf gedrückt. Dann war es soweit. Jetzt ist der Nelson kaum hörbar. Okay, das ist natürlich auch okay. Gut, alright. Aber nein, das ist nicht okay natürlich. Aber der Nelson müsste hörbar sein. Nelson, sag noch mal was bitte. Checken wir auch noch Ich wollte schon mal. gerade sagen, ist okay, dass ich nicht hörbar bin. Aber es geht ja auch nicht um mich. Deswegen mach du mal, wenn du meine Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Ja, jetzt ist der Nelson zu leise. Irgendwas ist hier immer. Warte, ich habe aber noch einen Trick. So, sag noch mal was, Nelson. Ja, hallo, guten Tag. So, jetzt aber laut genug, ne? Hoffe ich. Feedback. Sonst machen wir hier nicht weiter. Wenn der Nelson zu leise ist, gehe ich. Ja, besser, passt. Okay. Gut. Okay, so. Also haben wir es ja. Aber 5 Minuten vorher reichen ja eigentlich auch in der Regel. Und von daher habe ich das eh schon ein paar Minuten zu spät angesetzt. Deswegen nicht böse sein, wenn es jetzt irgendwie nochmal 2 Minuten gedauert hat. Aber ihr wisst, wie es ist. Ja, das ist, also ich sage halt immer, es ist live. Gut, ist keine Ausrede, aber wir machen halt einfach alles alleine. Hier ist halt kein Team. Aber ich, ne, so, je öfter das passiert, umso mehr denke ich, eigentlich müsste das irgendwie jemand übernehmen. Ne? Auch wenn ich das irgendwie technisch auf die Reihe kriege, nur alles gleichzeitig ist natürlich da manchmal so ein bisschen Herausforderung, die einen dann schon mal auf Trab halten kann. Naja, gut, ich war ja gestern Abend nicht live, habe ja gesagt, naja gut, dreimal irgendwie in 2 Tagen reicht ja irgendwie auch, muss ja nicht irgendwie gleich viermal sein. Und weil ja heute noch das Live-Trading ist und deswegen gucken wir uns da ganz kurz erstmal an, was der DAO gemacht hat, weil da habe ich ja gestern Nachmittag, also Montagnachmittag, ja ein bisschen was dazu gesagt, was der eben treiben könnte. Und dann gucken wir jetzt irgendwie ganz kurz mal im Rückblick drauf. Den DAX packe ich jetzt hier nicht mehr an, weil wir werden den DAO handeln, die Zeit haben wir auch nicht. Und ich packe es natürlich auch deshalb an, weil es ja natürlich hier auch mit reinspielt. Also generell war ja eher so eine Vermutung. Ich sagte mir, naja, so, ne, entweder hier runter und dann rauf oder hier mit bisschen Übertreibung unter die Zone und dann eben rauf. Das hat tatsächlich gepasst. Also obwohl die Kasse noch nicht auf war. Ich sage ja montags immer so, ne, das ist schwierig, die Kasse noch nicht gesehen zu haben und dann irgendwie eine Einschätzung abgeben, was der Markt machen könnte, ist super schwierig. Aber okay, es ist tatsächlich dann nicht besonders gelaufen, sondern ganz üblich. Und das war eben halt hier entweder kurz davor oder halt eben drunter. Hier irgendwo die Liquidität dann suchen und dann eben rauf. So, das haben wir jetzt gemacht. Das Ziel oder das Maximalziel war ja auch eben 43.100 von meiner Seite. Da sind wir irgendwie auf 176 gelaufen und damit eigentlich auch zu hoch. Hat aber insgesamt ist das Bild jetzt erstmal vollständig. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Problem. Ich habe auch vorhin hier, bevor wir hier gestartet sind, ich glaube um 15 Uhr oder wann, wann war es? 21 Minuten, hier unten steht es noch, habe ich hier nochmal Live-Chart aktualisiert und hier die grüne Zone eingebaut. Und weil er da irgendwie halt im Schweinsgalopp so ein bisschen runtergekommen ist, der Markt, und siehe da, die hält. So, das heißt, jetzt ist mir eigentlich schon fertig, weil das, was ich im Live-Chart gezeigt habe, hat sich ja jetzt gerade schon irgendwie erfüllt, irgendwie, irgendwie 60 Punkte rauf reagiert. Wenn wir die im Live-Trading kriegen, ja, brauchen wir sonst nichts mehr. So, und das ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt denn damit? Ne?
Gehen wir nochmal rauf oder gehen wir nochmal runter? Also ein bisschen irritierend finde ich, dass er jetzt eben hier direkt dran angesetzt, direkt aufgesetzt hat und die Kasse erstmal tiefer startet. Eigentlich, ne, ist das jetzt für die Kasse erstmal, kann man hier auch mal irgendwie kurz einschalten, mal gucken, wie das aussieht. Ja, Kassa-Close ist da oben von gestern. Das heißt, wir kommen mit einem Down-Gap. Ein Down-Gap hat immer zwei Effekte. Einmal ist es halt eben ganz oft so, dass der Markt erstmal in die Richtung vom Gap läuft, ne? Also das heißt, das Gap ist tiefer, also ist der erste Impuls oftmals eben tiefer. Der Ansatz, der andere ist natürlich der, ja, wir haben einen Long Trend übergeordnet, keine Frage, und es ist vergleichsweise billig, also rein. Das heißt, die beiden, wenn die hier aufeinandertreffen, dann müsste die Zone eigentlich halten. Also vorausgesetzt, wir kriegen jetzt sofort irgendwie einen Abwärtsimpuls und dann vielleicht hier unten nochmal an das Tief dran oder auch nicht ganz so tief, beziehungsweise hier unten irgendwo die Liquidität, wenn er die dort anfängt zu suchen, würde ich versuchen, da auch irgendwie mitzugehen in die Long-Richtung. Wenn wir jetzt hier direkt abprallen, dann wird es natürlich schwierig. Dann muss man, glaube ich, irgendwie das Ganze nochmal neu sortieren. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ihr könnt natürlich sehr gerne euren Input hier reingeben in die Kommentare. Und ich versuche es natürlich dann auch irgendwie aufzugreifen. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas. Im Moment glaube ich es aber erstmal nicht, weil das hier habe ich vorher noch so mehr oder weniger im Vorbeigehen und gesagt, oh, da muss man schnell noch eine grüne Zone hinbauen. Warum, weshalb, wieso, ist halt auch klar. Ne? Das ist ja halt immer so der Grundansatz, die Wirkungsumkehr. Und das haben wir eben hier. Ne? Hier war vorher Widerstand, irgendwie einmal abgeprallt, zweimal abgeprallt und damit Schwung durch. Also ist das jetzt logischerweise der Support. Und von daher nicht so schwierig, da drauf zu kommen. Ne? United Health vorbörslich dicke runter. Ja, nur klar, da muss ja einiges jetzt runter sein. Ich gehe mal direkt hier in den kleineren Timeframe und gucken wir da auch mal rein. Hier oben ist, das zeige ich hier oben mit am Rand, den M15 mit dazu. Und mal gucken, ob das jetzt irgendwie direkt raufläuft. Ja, das ist halt jetzt genau schon dieser gegenteilige Effekt, dass wir eben jetzt erstmal billig unterwegs sind. Und nicht so einfach, da jetzt reinzukommen. Man könnte natürlich sagen, gut, springen wir einfach rein, kann man machen. Ich hätte aber tatsächlich gerne hier unten das Low nochmal getestet. Da würde ich dann halt eher ein bisschen entspannter da halt irgendwie dann auch reinspringen. Die Punkte, ein paar Punkte hier haben wir jetzt natürlich verpasst. Aber es das heißt verpasst, ne? Also große Reise, oder wichtig ist ja, glaube ich, auch immer irgendwie sich vorher zu überlegen, was macht man? Will ich hier eine große Reise in irgendeine Richtung haben? Nein. Ich will ein paar Punkte in irgendeine Richtung haben. Das heißt, ich werde heute dann relativ schnell entschlossen sein, was das Rausgehen angeht und nicht irgendwie irgendwas großartig abwarten. Ja. Der DAX hat heute Morgen eigentlich relativ ähnlich, nee, eigentlich nicht, ne, nicht ganz so tief gestartet, aber ist auch erstmal ganz kurz rauf und dann aber eben halt nicht weit gekommen. Es könnte sein, dass der DAO sowas Ähnliches hier macht. So, ich gehe jetzt hier erstmal rein mit einer Teilposition, versuche den hier nur zu skalieren. Bis eben rauf, ne? Also beziehungsweise bis hier oben in die Value Area nochmal rein. So, hier unten haben wir einen Pivot-Punkt. Margin ist hier groß genug für vier Kontrakte, müsste eigentlich so sein. Können wir ganz kurz hier drauf gucken. Ja, das sollte passen. Die ist nur irgendwie am Anschlag gegen Bitcoin. Aber da sollte noch auf jeden Fall einiges reinpassen. So, das heißt, ich habe also bis zu 20 Kontrakte, also vier Teilpositionen, könnte ich hier skalieren. Mal gucken, ob ich das wirklich mache. Deswegen habe ich auch jetzt hier erstmal einen riesen Stop und versuche den jetzt halt hier nochmal in irgendeiner Form einzufangen. Was ich halt natürlich auch ganz lustig finde, ist, dass wir halt mal wieder ne, eine 930 hier haben, wo er sich ja irgendwie gerade so ein bisschen dran aufhält. Ne, das ist, wo ich ja letztens auch noch gemeint habe. Das ist so typisch DAX, der hat so seine typischen Level. Ne, und gerade irgendwie 930 finde ich irgendwie total super. Ne. Ich gehe jetzt mal hier nicht zu direkt rein. Ich lasse dir mal ein bisschen mehr Luft nach unten. Aber generell finde ich das schon immer noch irgendwie soweit erstmal passend vom Ansatz her, dass wir jetzt hier eine Reaktion kriegen. Hier unten 764 fände ich ehrlich gesagt so ein bisschen zu tief, um da halt irgendwie jetzt ultra lange dagegen zu halten. Deswegen muss man schon hier gucken, finde ich, dass man dort auch wieder oder dass man dort auch irgendwo die Reißleine findet an der richtigen Stelle und jetzt irgendwie nicht endlos dagegen hält. Hier haben wir noch einen Pivotpunkt. Den können wir machen, da bin ich mit einverstanden. Und aber jetzt, wie gesagt, nicht endlos. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist ja halt irgendwie
ja auch immer so ein Ding, ne? Das sieht immer aus wie, boah, einfach nur blind verbilligen, ist es natürlich ja logischerweise nicht. Aber wenn ich halt ausgehen davon, dass ich halt hier 20 Kontrakte irgendwie verballern, also nicht verballern kann, ja, sondern handeln kann. Und dann habe ich natürlich mein Risiko gerechnet, 20 Kontrakte gemessen an der ATR. So, und die habe ich zwar jetzt hier nicht eingeblendet, aber roundabout irgendwie auf 30 Punkte. Das ist so, ist genau das Gleiche, wie wenn ich eben mit 5 Kontrakten irgendwie 120 Punkte Stop habe. Ne? Und so kann man das ja halt irgendwie relativ einfach ja dann auch bemessen. Und deswegen einmal gedanklich eben habe ich das die ganze Zeit im Hinterkopf. Ne? Also jetzt nicht irgendwie da unten endlos irgendwie rein kaufen und natürlich auch nach unten auflösen, wenn es irgendwie erforderlich sein sollte. Und natürlich den Stop, wenn die Position größer wird, nicht mehr verziehen. Trotzdem ist es kein Garant. Ne? Wenn der jetzt natürlich auf die Idee kommt, hier den Longtrend kaputt zu machen, dann muss ich mich da halt eben zu späterer Stunde nochmal neu drauf einstellen. Das kann natürlich schon sein. Ne? Das weiß ich natürlich halt ganz klar nicht. So, wir gucken mal hier im M15. Der sieht so ein bisschen motiviert nach unten aus. Da wäre das Maximum bei der 791 sogar. Fände ich eigentlich auch noch irgendwie viel zu tief, ehrlich gesagt. Ne? Um da jetzt irgendwie, also jetzt nicht zu tief für den Markt, aber zu tief, um an Long hier irgendwie bedingungslos da oben festzuhalten. Ne? Also, wenn er das irgendwie vorhat, dann würde ich immer zwischendurch auflösen. Dann auch im Verlust natürlich. Und dann halt irgendwie zum späteren Zeitpunkt nochmal irgendwie neu angreifen. Ne? Weil das ist ja halt einfach immer das Ding, man muss bereit sein, Verluste auch hinzunehmen und eben nicht irgendwie auf Biegen und Brechen nach dem Motto, ne? Verlust ist keine Option, das ist dann halt am Ende das Ende, ne? Vom gesamten Handel dann halt relativ schnell. So, mal gucken, ob wir jetzt hier so ein bisschen Bewegung bekommen. Wir haben, ja, ne, so. Es wird zumindest erstmal langsamer hier unten. So, der Pivot ist irgendwie fast erreicht. Ich würde jetzt auch nicht sagen, so, hey, der Pivot, der muss es jetzt machen. Nein, es ist einfach nur ein Punkt, der eben gerne gehandelt wird. Ne? Von daher ist es schon okay, wenn wir da jetzt erstmal hinlaufen und hier unten das auch mal noch eine Runde ausloten. Und nur viel tiefer halt eigentlich nicht. Ne? Ein bisschen laut. Viel tiefer eigentlich nicht, weil dann ist es, glaube ich, irgendwie recht sinnlos. Ne? Auch hier sollte man jetzt irgendwie schon ein bisschen genauer hingucken und nicht mehr irgendwie endlos dagegen. Ich würde hier unten ich denke, ein bisschen Rücklauf müssten wir hier eigentlich kriegen. Die 791 da unten, die ist nicht mehr weit entfernt. So, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich nehme eine raus und ziehe den Stop ein bisschen nach. Wir haben jetzt diese Zone da unten und tiefer darf es jetzt nicht mehr. Dann bin ich hier raus. Ne? Dann macht das irgendwie, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Sinn, da noch irgendwie großartig dagegen zu halten. Das ist eigentlich mehr, als ich geplant habe vom Risiko, aber okay. Ne? Mal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen mehr Reaktionen bekommen als davor. So, einer nochmal weg. Bisschen stressig, die Position hier, wie ich finde. Ein bisschen stressig, weil eigentlich will ich ja natürlich logischerweise in Richtung von der Eröffnung und auch noch ein paar Meter weiter. Aber irgendwie sieht das gerade noch nicht so wahnsinnig ambitioniert, motiviert aus, das Ding. Ne? Deswegen muss man halt hier überlegen, ob man den jetzt auch nochmal rausnimmt. Aber der Plan sollte dann jetzt natürlich auch sein, dass hier mindestens so viel irgendwie dann eben auch rauskommt, wie ich jetzt an Risiko irgendwie drin hatte. Ne? So, trotzdem muss man halt irgendwie auch mal entspannt bleiben, darf sich nicht zu sehr stressen lassen, auch wenn ich das gerade irgendwie nicht so gut finde. Und aber solange wir jetzt hier irgendwie nicht endlos Verkäufer auf der Unterseite bekommen, ich muss jetzt vor allen Dingen auch gleich wieder rüber gucken auf den H1, damit ich eben mein Bild auch noch im Auge habe. So, hier oben will ich ja auch noch mal einen Teil irgendwie auflösen, wenn er überhaupt jetzt darauf kommt. Ne? Mal sehen. Reaktion haben wir jetzt erstmal so ein bisschen, aber ist natürlich schon ein bisschen arg. Ne? Ist schon deutlich tiefer, als ich erwartet hätte. Aber das Ding ist halt eben, ne, die 43.100, ne, ist halt eben, es war so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, mein Maximum, aber selbst wenn, ja, heißt das ja nicht, dass der nicht nochmal irgendwie da oben anklopfen kann, bevor wir dann halt irgendwie den Trend kaputt machen. Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, dass es nicht sein kann. Ne? Leider Gottes ja ganz genauso, klar. Ne? So, aber trotzdem, sorry, wenn ich jetzt gerade auch nicht irgendwie ein Auge für die Fragen habe, weil die Position ist ja auch so ein bisschen größer, als ich das normalerweise hier im Livestream gerne mache.
Und deswegen will ich da jetzt halt irgendwie auch nicht irgendwie komplett falsche Entscheidungen irgendwie eine nach der anderen treffen. Und deswegen das hier auch genau im Auge behalten. Also momentan sehen wir halt einfach, finde ich, super wenig hier, ne, an Käufern, aber halt eben auch keine Verkäufer mehr. Es wäre jetzt halt wichtig, dass wir hier mal so einen Push nach oben kriegen und dass wir möglichst schnell wieder in Richtung vom Eröffnungslevel kommen und wir nicht eben auf der Unterseite hier noch die ganze Zeit weiter runterdrücken. Ne? Weil dann komme ich so an den Punkt, wo ich sage, ja, verstehe ich den Markt aber nicht mehr so wirklich gerade. Wenn wir jetzt hier noch ein neues Tief kriegen, also ein echtes neues Tief, jetzt nicht so einen kurzen Spike, davon rede ich nicht, sondern ein richtig echtes, also wo der sich jetzt runterdrückt und dann auch stehen bleibt, dann muss ich mich neu sortieren. Dann hat das hier relativ wenig Sinn. Aber aktuell irgendwie so ziemlich, ne, passiert echt wenig hier. Echt wenig. So ein kleiner Spike, also typisch wäre jetzt mein Stop abholen, dann raufziehen, das kennt man ja, ne? Warum auch immer, weil der für meine Begriffe liegt ja eigentlich hier im Nirvana bei 41.800 jetzt erstmal. Und von daher macht das irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn. Das wäre dann eigentlich eher nur Zufall. Was mit UNH wieder aufs Eröffnungslevel? Schwierig. Ja, gut. Ich meine, es gibt ja nicht nur einen Wert. Ne? Wir haben ja schon noch ein paar mehr im DAO. Von daher sollte man sich jetzt auch nicht auf einen zu sehr fokussieren, finde ich. Aber klar, du hast natürlich schon recht. Ne? Also am besten ist natürlich, wenn alles raufdreht und eben nicht nur ein Wert oder beziehungsweise wenn der vorhin irgendwie am übelsten ausgesehen hat, jetzt wieder auf Anfang ist, dann müssen die anderen natürlich dann irgendwie auch mitziehen. Gut, was sagt Andreas meint H4 EMA20? Ja, den H4 habe ich nie so auf dem Schirm, ne? Weil der H4, der ist mir irgendwie für mich zu schwer greifbar. Und je nachdem, wo man die Indikation ansetzt, hat man da ja halt dann auch irgendwie andere Werte dann ja auch immer. Ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem dabei beim H4. So, kriegen wir jetzt endlich mal ein neues Hoch hier. Hier unten ist doch nichts mehr. War ich so ein bisschen schnell da oben, ne? 950, aber gut. Mal sehen. Also ich will ja auch sowieso nur einen einzigen Schwung irgendwie da mitkriegen, aber gerade sieht es so aus, da ich das Einzige, was ich hier mitkriege, eins hinter die Ohren ist. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Aber auch das werde ich überleben. So, was macht der H1? Mal ganz kurz irgendwie drauf gucken. Ja, gut, der steht natürlich hier unten an den Lows. Ne? Okay, so ganz Nirvana ist es dann vom H1 her betrachtet. Dann tatsächlich nicht, aber trotzdem. Das heißt, der könnte natürlich auch Liquidität mit einem kurzen Spike ein bisschen tiefer suchen. Deswegen wäre jetzt mein Ansatz ja auch, wenn er da oben rauf, aber das heißt nicht deshalb, aber es würde zumindest dazu passen, wenn er da oben rauf geht, dann erstmal die Position wieder verkleinern. Und weil es könnte sein, dass nochmal ein zweiter Anlauf auf der Unterseite kommt, dass wir jetzt da einfach so da unten durchsteigen, ohne irgendeinen Rücklauf, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ne? Das heißt, man könnte jetzt auch hier sagen, gut, ich mache den Stop irgendwie ganz weg. Ne? Muss man natürlich immer mit sich selber vereinbaren, würde ich jetzt hier erstmal nicht machen, weil ich würde mir, wenn er irgendwie einen Spike veranstalten sollte, dann schon genauer angucken, wie der eben aussieht. Hier haben wir halt jetzt auch eine dickere Order, wie man sieht. Ich hoffe mal, dass die Bestand hat und nicht eben direkt wegverkauft wird. Sehe jetzt natürlich hier nicht, ob die gedreht worden ist oder einfach nur gelöscht, also die Kontrakte. Aber dieses Gestänkere da unten, ne, mir hier Angst machen, finde ich irgendwie nicht so nett. Ja. Jetzt kommt mir ja nicht mit euren Shortziehen, Leute. Ihr müsst auch ein bisschen hier mit mir kämpfen. So, ich würde halt, also, mein Plan ist folgender. Selbst wenn ich hier unten ausgestoppt werde, ich würde mich direkt hier oben drüber nochmal neu positionieren. Wenn das hier nochmal dann in irgendeiner Form direkt, weil ich vermute fast, ne, dass so dieser typische, das übliche Pech irgendwie kommt, ne, so ein Spike und dann geht es dann doch rauf. Weil man sieht ja, dass halt hier irgendwie jetzt nicht mehr, zumindest nicht nachhaltig, irgendwie verkauft wird. Es wird immer noch irgendwie rumgedrückt, ne, aber so wahnsinnig viel kommt da gerade nicht mehr. Das heißt, die Liquidität, geht hier unten wohl zur Neige. Ne?
Und deswegen könnte es eben sein, dass halt hier so ein letzter Push kommt und dann halt eben Feierabend ist. Ne? Die Lows von Oktober letzten Jahres, die hast du auf dem Schirm. Nein, die habe ich nicht auf dem Schirm. Das ist mir viel zu weit weg. Was? Oktober? Ach so, die meinst du jetzt? Ach Quatsch, ja. 32.000, die schaffen wir heute nicht mehr. Sorry. Aber klar, natürlich. Ne? Aber das hat ja, beziehungsweise im Daytrading ist das ja irgendwie was ganz anderes. Da hat das ja nicht wirklich was verloren. Das ist ja dann halt eher so Swing. Aber auch da brauche ich erstmal einen vernünftigen Trigger für Short, ne? Den ich halt hier einfach nicht habe. Ich habe gerade gesagt, ich lese nicht mit die Kommentare. Doch, ich lese mit. Das sieht man ja leider. Irgendwie versuche mich aber halt hier nicht zu sehr ablenken zu lassen. Aber ich kann ja momentan auch nichts tun. Der Markt irgendwie tanzt auf der Stelle hier rum. Nach unten kommt nicht mehr wahnsinnig viel. Aber wie gesagt, selbst wenn, ja, man kann es ja auch so machen. Man kann ja auch sagen, na gut, pass auf, ich setze mir den Stop hier quasi manuell und verteile mir den nach unten. Ne? Das heißt, ich bin ja dann ab hier nicht short, sondern wird die Position nach unten auflösen. Aber um nicht dem allerersten kleinsten Spike dann halt hier dessen Opfer zu werden, setze ich die hier mal kurz verteilt und dann bin ich auch schneller wieder drin, ohne dass irgendwie alles rausgeflogen ist. Ne? Ich glaube auch immer noch, dass wir raufziehen. Ja? Die Frage ist jetzt nur vor 16 Uhr oder nach 16 Uhr, aber das hier ist ja gerade wirklich irgendwie nichts. Das ist irgendwie, klemmt sich hier fest. Ne? Das ist schon so ein bisschen nervig. Ja. Aber gut, erstmal war die Entscheidung natürlich falsch. Ne? Da gibt es halt eben auch nichts dran zu rütteln. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber ich vermute wirklich, oder ich könnte mir gut vorstellen, was wir eben dann auch oft sehen, ist, dass der Markt ja halt irgendwie dann so zu Beginn oder halt, was heißt zu Beginn, immer so zu einer bestimmten Zeit, für eine bestimmte Dauer, irgendwo an irgendeiner Stelle nicht mehr weiterkommt und da rumdrückt und macht und tut, ne? Und dann nachher, irgendwie, wenn dann so der Letzte irgendwie hier rausgetreten ist, ja, und dann irgendwie macht er das eigentliche Programm, und fängt dann erst an zurückzuziehen, ne? Aber hier, ich meine, wir sehen jetzt hier genau diesen, was ich befürchtet habe, drücken hier jetzt noch einmal runter, mit wenig Liquidität wahrscheinlich. Und laufen dann gleich nochmal rauf. Wobei der M50 sieht natürlich jetzt nicht so aus, aber gut, haben wir alle schon gesehen. Ne? Von daher würde ich den jetzt auch hier da oben direkt wieder reingeben. Und aber trotzdem, Risiko muss man ja überschaubar halten. So, machen wir den nochmal direkt nochmal hier rein. Ne? Das hier einmal Liquidität zu Ende erstmal. Genau, das ist typisch. Einfach nur typisch. So. Mal sehen, ob wir jetzt dann halt hier ein bisschen was bekommen. Gleich gucke ich mir nochmal den H1 an. Ich will jetzt hier erstmal ein bisschen näher dranbleiben an der Nummer. Ja, also ihr habt recht, ne? Natürlich mit den Kommentaren. Das ist irgendwie Euphorie ist so groß. Ja, ich habe ja auch schon irgendwie, ne, vor 2 Wochen gesagt, so warum irgendwie der Dow bald rutschen wird. Ich habe jetzt nicht aber unbedingt geplant, dass es dann heute im Live-Trading halt hier jetzt dann so der Fall sein wird. Ne? Das ist natürlich logischerweise nicht mein Plan. Das ist ja auch klar. Ne? Das heißt, das wird irgendwann kommen, aber ich bin halt der Auffassung, das wird sich aber auch irgendwie anbahnen. Ne? Und jetzt nicht irgendwie so zu irgendeiner Eröffnung mal eben dann halt so den ganzen Markt auf den Kopf gestellt, beziehungsweise den ganzen Trend kaputt gemacht. Weil möglich ist alles. Ja, irgendwann wird der Anfang sein. Und wenn das heute ist, Pech. Dann ist es Pech. Aber noch sind wir da nicht. Noch haben wir erstmal halt hier immer noch den gleichen Punkt wie eben. Ne? Hier unten will keiner mehr so richtig. Und deswegen ist jetzt für meine Begriffe so eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der jetzt zumindest mal auf der Oberseite Luft holt. Und dann kann man sich nochmal überlegen, was man denn damit dann tatsächlich anfängt. Ne? So, ich würde jetzt mal hier nicht den ersten Impuls. Lass den hier mal irgendwie kurz gucken. Lass auf Bitcoin wechseln läuft. Wo läuft der denn hin gerade? So, bin hier in 2 Minuten. Gleich ist der hier ein bisschen langsam jetzt erstmal. Kann natürlich sein. Vielleicht muss man hier auch den M1 wechseln. Ja, da sieht man es halt jetzt so ein bisschen besser. Was mir natürlich nicht gefällt, ist hier der M15, der hier unten wirklich ohne irgendwas gestartet ist. Das heißt, so eine Glatze eben, eine Glatzkerze nach unten. Und der müsste natürlich schon irgendwie, oder beziehungsweise das Ding wird wahrscheinlich dann auch wieder gekauft werden. Also beziehungsweise verkauft werden. Das heißt, da sehen wir dann höchstwahrscheinlich auch nochmal einen zweiten Test von dem Low.
Ja, so M5 können wir auch mal irgendwie gucken, wie der sich so darstellt. Der drückt sich gerade über die letzte Abwärtsbewegung hier jetzt erstmal drüber. Aber ich will halt jetzt auch hier nicht irgendwie zu übermotiviert da long rangehen. Da wird zumindest mal irgendwie kurz warten, mal sehen, wie sich der M5 jetzt hier entwickelt. Und dann könnte man oben, wenn er es dann irgendwie jetzt auch bestätigt, da nochmal irgendwie eine Position irgendwie da drauf geben. So, vielleicht brauchen wir es auch nicht, ich weiß es nicht. Mal sehen. So, aber erstmal, ne, also ab hier unten stimmt's. Ich war nur hier oben dann halt ganz klar zu schnell, ne? Gar keine Frage. Keine Frage. Das ist auf jeden Fall der Case hier. So, auch hier würde ich auch mal sagen, okay, die sichere ich lieber mal irgendwie separat ab, falls er nochmal irgendwie runterkommt, dann habe ich hier unten auch nochmal ein bisschen Luft. Ne, falls er jetzt irgendwie tatsächlich auf die Idee kommt, den M15 nach unten irgendwie direkt zu verlängern. Und den M5, wie ich gerade gesagt, also den sieht man gar nicht, ne? Doch, sieht man. Ne? Ja, alles gut. Den M5, wie gesagt, mal warten, ob der das hier wirklich macht, ob er das packt, irgendwie hier dieses letzte Framing da kaputt zu machen. Ist zwar nur der M5, aber dann würde ich mich da zumindest mal für ein paar Meter mal kurz dranhängen. Also ein paar Sekunden, die gebe ich ihm jetzt noch. Das heißt, das wäre dann quasi ein Stop hier oben, ne? Über dem High. Vor Ende der Periode immer ein bisschen schwierig, aber es ist zumindest nicht der erste Versuch auf der Oberseite. Ne? Von daher werde ich dem mal eine Chance geben, wenn er es denn jetzt macht. Ja, ein paar Sekunden haben wir noch, mal gucken. Müsst ja nur, hier ist die Eröffnung hier oben, ne, dort in dem Bereich. Da würde ich gerne natürlich nochmal hin und am liebsten natürlich auch deutlich drüber hinaus. Ne, aber dafür ist jetzt die Tendenz ja erstmal nicht so wirklich da. So, jetzt haben wir noch 8 Sekunden. Das soll ich schaffen, ne, das jetzt da oben zu halten. So. Das heißt jetzt erstmal hier die Position drin. Die gesamte jetzt quasi. Ne? Natürlich jetzt erstmal mit einem viel zu großen Stop, aber durch die Skalierung kann ich ja hier auch einzeln nachgehen. Ne? Da kommt Kollege. Einmal oben drüber, Richtung Value Area. Jetzt nicht zu viel unten rumstänkern. Da kann natürlich, also klar, ich meine, das neue Framing fängt jetzt hier unten irgendwo an. Wenn es jetzt irgendwie ganz blöd kommt, dann macht er hier nochmal ein neues Tief, bevor er rauf geht. Das kann natürlich sein. So, kriegen wir es jetzt einmal den Sprung nach oben. Kollege, komm. Also, weil es eben erwähnt wurde, Bitcoin macht ein neues Hoch, ein Ah, schön. höchstes Hoch seit Juli. Wo sind wir denn da? Aktuell nach FXLit 66.870. Ja, schön. 66,8. Krass. Ja, dann habe ich ja gerade schon meine, das, was ich hier Minus habe, habe ich auf der anderen Seite schon ausgeglichen mit der Bitcoin-Position. Das ist natürlich ganz nett. Da sind ja ein paar drin, ein paar Positionen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt das, was ich jetzt hier demonstrieren wollte, nach dem Motto, kauf einfach Bitcoin, dann kannst du im Dauer alles falsch machen. Klar nicht. Ne? So, aber ich will jetzt hier endlich mal so einen Stecher nach oben haben. Das kann ja nicht so schwierig sein. Das hat er mich doch jetzt hier nicht allen Ernstes abgeholt und gibt mir nicht mal irgendwie 3 Punkte da oben drauf. Ich glaube, es hackt. So, aber ich finde halt die Tendenz jetzt erstmal, ja, ist erstmal hier richtig. So, also ne, da unten keine Liquidität mehr. Er schraubt sich jetzt hier gerade mal nach oben. Die Frage ist natürlich, wie weit? Und außer ich werde jetzt hier komplett vermeiert und dann kriegen wir jetzt ein neues Low. Und dann bin ich sehr, sehr traurig dafür, dass der Markt mich so vermeiert hat. Aber erstmal sieht es jetzt zumindest richtig aus. Ne? Nur blöd, ich hätte halt einfach warten müssen, hätte dann da unten erst reingehen dürfen und nicht direkt da oben, da wo eben der Support gelegen hat, zu hoch dagegen halten. Das ist natürlich irgendwie nicht gut gewesen, keine Frage. So, 67.000 haben wir jetzt geknackt.
Krass. Ja, ich gucke mir den auch mal gleich an. Aber erstmal will ich den hier immer noch. Ja gut, ich meine, M5, ne, hat natürlich 5 Minuten zu fertig werden. Ne? Das heißt, der hat jetzt hier nochmal irgendwie so ein bisschen. Ja, ich sehe es. Ja. Okay. Weil das Konto steht, also Kontostand ist ja irgendwie höher als eben. So, was ist jetzt hier? Das klappt irgendwie nicht so wirklich. Ne? So, aber wie gesagt, ne, der hat halt einfach mehr Zeit. Ne? Das ist halt einfach genau das Problem. Und der kann, darf, ne, mit aller Berechtigung hier jetzt wirklich ein neues Tief machen. Ne? Und dann ist es halt einfach komplett scheiße gelaufen. So, der erstmal wieder raus. Da oben der. Und aber auch, ne, genauso wie eben nochmal rein. Wenn es denn sein muss. Aber das hier finde ich gerade so ein bisschen anstrengend. So, wenn er den jetzt auch noch, dann wird das eine Nummer für nach 16 Uhr. Wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht. Ne? Überhaupt nicht. Aber das ist jetzt eben genau das Ding. Ne? So, M5 hat einfach 5 Minuten Zeit. So, jetzt hätte ich beinahe das F-Wort noch dazwischen gesagt. Es ist einfach so. Und wir haben hier immer noch den, da unten diese Glatze stehen, ne, von der Eröffnung von der letzten M15. Das heißt, das wird jetzt hier einfach mal eine nervige Nummer, bei der man wahrscheinlich irgendwie 83 Mal rein und raus muss, bevor man das Ding dann halt irgendwie in trockenen Tüchern hat. Aber es ist halt manchmal so, ich kann es nicht ändern. Ne? So, ich glaube aber immer noch, dass der aufgeht. Also, das würde ich da ja nicht fest dran festhalten. Ne? Aber was ich jetzt hier erstmal sehe, ist nur so dieses typische Dauge-Schrammel, ne? Und irgendwie diese Zermürbungstaktik, die halt eben ganz oft oder die wir da ganz oft sehen. Und jetzt hat er zwar hier einmal eine Runde nach unten irgendwie gespuckt, aber trotzdem irgendwie nichts gerissen. Und je nachdem, wie der jetzt hier mit den 5 Minuten rausgeht, kommt es dann halt eben einfach nur ein bisschen verspätet. Ne? So, hier, da ist für mich der Knackpunkt. Da stehen wir erstmal dran, ne? Hier, wo das Framing gebrochen worden ist. Alles fein. So, das heißt, ich gehe die ganze Position nochmal rein und hoffe mal, dass wir es dann jetzt eben kriegen. So, und dann bitte irgendwie mit einem ordentlichen Stich nach oben und nicht noch einer nach unten. Aber so funktioniert dann eben Skalieren, ne? So die Stress, was heißt Stressvariante, ne? Aber das gehört dann eben dazu. Man muss halt eben öfters mal rein und raus und wie man ja auch sieht, ne? Eben dann auch die Bereitschaft mitbringen zu sagen, okay, ich weiß nicht genau, ob das jetzt passt, und dann halt eben auch im Verlust auch mal rauszugehen. Ne? Klar, aber hier kommt irgendwie nichts. So, ich muss gleich mal die Kamera ausmachen, bevor ich hier jetzt anfange, Dinge durch die Gegend zu werfen und wir das nachher auf Video haben. Nein, so schlimm ist es nicht. Also so lasse ich mich da nicht emotional von triggern. Ja, Aber kannst es du ist dich halt freuen, einfach nur. dass Bitcoin weiter nach oben steigt? Wir sind jetzt bei Ja, aber 67.400. ich will trotzdem hier kein Minus haben. Ne? Das ist halt auch klar. Das ist halt trotzdem einfach richtig mies. Und Bitcoin geht durchs Dach und da rede ich schon irgendwie auch die ganze Zeit drüber. Und hier krebsen wir jetzt original schon wieder an der gleichen Stelle rum. Ne? Das macht keinen Spaß. Das ist einfach Scheiß. Sorry. Weiß gar nicht. Darf man das bei FX-Webinaren sagen? Aber ich meine, es fängt mich jetzt wirklich an zu nerven. Ne? Und glaube ich ja auch zu Recht. Ne? Weil es gibt überhaupt keinen Grund, warum man hier nicht mal irgendwie zumindest am letzten Level da oben ansetzen kann, warum wir jetzt hier wirklich nur wirklich blöd auf der Stelle rum stehen. Das ist einfach nur super nervig. Weil das Ding, ich würde ja sonst was drauf wetten, ja, wird nachher wieder rauflaufen. So, wenn hier unten irgendwie der Letzte kapiert hat, na, es verkauft ja doch keiner, ja, und es geht ja doch nicht mehr tiefer, ja gut, dann kaufen wir es halt nochmal. So, und das Einzige, was jetzt passiert, ist, dass hier unten jetzt einfach bis zum Erbrechen das Maximum ausgelotet wird, von dessen, wie tief können wir jetzt denn da runter? Und da ist der DAO wirklich halt Weltklasse darin, das halt irgendwie bis aufs Allerletzte, bis irgendwie, wenn es sein muss, irgendwie bis abends dann irgendwie auszuloten und hier jetzt irgendwie in einer 15-Minuten-Range 3 Stunden rumzustehen, bevor es dann halt nachher in die andere Richtung läuft. Ne? Das ist halt einfach dann das Problem, was man eben hat oder beziehungsweise was man generell im Live-Trading natürlich hat, wenn man es dann halt eben vormacht, dass man eben mit so einem Mist dann halt manchmal zu kämpfen hat. Ne? So, jetzt wird hier wieder fleißig runtergedrückt. So, jetzt haben wir aber auch das Ding da unten weg. Diese Glatze, die wir eben noch stehen haben, aber ne, hier, da
bin ich jetzt gleich raus. Das ist jetzt irgendwie nicht mehr schön. Das ist definitiv nicht mehr okay. Weil das vor allen Dingen, jetzt gibt es auch irgendwann, also das heißt, wenn der das jetzt bricht, ja, also wenn der jetzt hier wirklich diese Lows rausbricht, dann sind wir auf dem Weg zum Tagestief von gestern. So, und das Pech, in so eine Eröffnungskerze reinzukommen, das muss man auch erstmal haben. Ganz echt. Das ist wieder Arbeit, das wieder dann zurückzuholen. Lutz schreibt, 725 bis 719 könnte er wieder drehen. Ja. Soll ich dazu sagen? Er könnte auch hier wieder drehen. Ne? So, das ist, das ist ja, also, ne, nur weil wir da unten ein Low haben, also mir reicht das ja nicht. Ne? Ich will ja halt schon ein bisschen mehr. So, jetzt mal gucken, ob wir das jetzt hier nochmal kaufen, diese letzten Lows auf die letzten Sekunden, oder ob der das jetzt wirklich da unten kaputt machen will. Ne? Das ist ja eben auch ganz oft, ne, so hier das letzte Low noch einmal irgendwie nochmal schnell irgendwie rausgenommen und dann halt irgendwie da unten nochmal einen Zipfel dran gebaut und dann doch wieder gekauft. Ne? Das ist ja was, was der Andreas hier, mein Freund der Andreas, irgendwie ganz oft handelt. Solche Geschichten. Ne? So gefühlt, also das ist ja vom Prinzip her, wäre es Stockfishing, ne? Aber sollte man nicht irgendwie persönlich nehmen. So, aber das hier, ne, drückt ja jetzt nur noch auf der Unterseite und das ist irgendwie echt. Das ist, ja. Was habe ich denn da für eine Eröffnung erwischt? Das macht keinen Sinn. Die längsten Kerzen ever haben wir hier, ne? Gefühlt irgendwie. So, dann jetzt irgendwie Stunde um. Das heißt, da kriegen wir wahrscheinlich noch mal irgendwie einen unten dran. Würde ich fast mit rechnen. Da haben wir hier das Vortagestief schon. Ne? Das ist irgendwie auch arg. Weil da ist jetzt ja gerade vom Hoch bis darunter 350 Punkte gefallen. Sehe ich das richtig? Was jetzt? Doch, okay. 350 Punkte ist natürlich übel. Also, es sieht so aus, als hätte ich genau den Tag erwischt von der falschen Seite, wo der Markt irgendwie Lust hat, die Biege zu machen. Und es sieht so aus, als wäre die 43.100 ziemlich gut gewesen. Und es sieht auch so, leider so aus, als bin ich der Einzige, der es nicht gehandelt hat. Und hier komplett auf der falschen Seite unterwegs bin. Weil hier kommt jetzt irgendwie ja gerade immer noch nichts, ne? Obwohl das für meine Begriffe auch immer noch nicht verkauft ist. Und hier ist es Vortagestief. Gehen wir da jetzt durch? Halten wir da jetzt dagegen? Vehement? Oder sagen wir hier, okay, war ein blöder Start, lassen wir das mal, ne? So, ich wäre halt eher wieder ein Freund davon zu sagen, gut, lass dir mal da unten irgendwie das noch wegnehmen, wenn er meint, er muss das unbedingt machen, dann muss er das machen. Aber wir gucken jetzt mal auf den H1 erstmal. Also das hier ist er. Was ist das bitte für eine? Oh, meine Güte, ey. Was ist das denn für ein Teil? Die längste rote Kerze seit wie viel Wochen? Muss ich irgendwie nichts sagen, sonst, ne, versteht, glaube ich, irgendwie jeder, was hier gerade in meinem Kopf vorgeht. Ich denke so. Warum denn genau jetzt an beliebigen Dienstag hier zur Markteröffnung? Wo muss der mit so einer Bewegung da ankommen? Wir gucken mal, ich lasse den mal hier noch kurz drin. Wir gucken mal ganz schnell auf den Bitcoin. Ich will das jetzt auch einmal gesehen haben. Oh yeah. Ja, folgt sehr schön. Wenigstens einer macht, was er soll. Ne? Er folgt also genau dahin, wo er soll. Und ne, hier oben 69.365 wäre für mich so jetzt das nächste Tage dann eben auch, ob das jetzt dann heute ist oder. Morgen ist erstmal egal, aber generell passt es. Ich habe ja hier gestern ja auch einen Trigger genannt, ne? Nämlich wenn wir da drüber schließen, dann ist das eigentlich long, und beziehungsweise dann kann es endlich losgehen, ne? Und nachdem er uns hier vorher auch nochmal so ein bisschen auf die Probe gestellt hat, aber generell ja, okay.
bin nur hier im Passivchart, deswegen sieht man die Positionen nicht. Aber sind okay, so, was machen wir mit dem jetzt hier? Reißleine ziehen und sagen, okay, das war nichts. Das sieht nämlich irgendwie fast so aus, als würde das hier einfach nur eine unfassbar anstrengende, zermürbende Nummer werden, die sich noch keine Ahnung, wie lange hinzieht. Was ich halt immer noch nicht irgendwie so ganz nachvollziehen kann, wo ich auch glaube, dass es relativ schnell kommt, das ist eben, wo sind wir? Hier, dieses Level, ne? Einfach so durchfallen da oben. Was ist denn? Na gut, das ist die 43, nicht mal, das ist die 42.900, 930. Und irgendwie, ja, ich meine, das Segment hier haben wir irgendwie auch ganz oft gesehen vor dem letzten Ausbruch. Das ist natürlich schon richtig. Aber dass wir da einfach so durchfallen und dann noch nicht mehr zurücklaufen, ich glaube, das immer noch nicht. Ne? Ich glaube, das immer noch nicht. Also. Und was habe ich vorhin gesagt am Anfang? Ich will eigentlich nur eine kurze Bewegung haben und nicht hier irgendwie eine ultra lange Position aufbauen. Jetzt habe ich genau das Gegenteil erreicht. Sollte mir einen neuen Beruf suchen. Das ist irgendwie. Aber es ist halt irgendwie im Wechsel, ne? Irgendwie, also in letzter Zeit zumindest, habe ich das Gefühl, so irgendwie zwei gehen gut, einer. Irgendwie funktioniert nicht, ne? Also hier von den Live-Trading-Sessions. Ne? Also wir brauchen hier natürlich, ich meine, das, was jetzt keinen Sinn macht, ne, finde ich, ist jetzt hier einfach die ganze Zeit einfach nur dagegen halten, nach dem Motto, ja, irgendwann muss der ja mal. Was mir hier einfach fehlt und was ich vorhin gedacht habe zu sehen, das ist eine vernünftige Gegenbewegung, die wir hier eigentlich gehabt haben. Da machen wir hier irgendwie ein kleines neues Hoch. Und standen dann hier an so einem blöden Pivot im Mittelfeld und laufen noch nicht mal das letzte Tief an. Damit hätte es, ja, okay. No, finde ich halt so ein bisschen befremdlich, irgendwie, was den Markt angeht. Ich würde aber jetzt trotzdem, auch wenn wir es hier vielleicht noch nicht mal mehr im Webinar jetzt irgendwie fertig kriegen, aber wird das, glaube ich, jetzt erstmal noch irgendwie ein Stück weit verfolgen, aber nicht endlos. No. Also, weil irgendwas wird da schon irgendwann noch kommen. Aber trotzdem, die Reißleine muss natürlich irgendwann her, weil das auch ist egal, wie sehr ich daran glaube, der Markt muss es mir schon auch irgendwie zeigen. Ne? Also, der Markt muss es mir nicht zeigen im Sinne von heute zeigen wir es mal dem Hügel, sondern zeigen im Sinne von, ja, das, was du davor hast, ist nicht so falsch. Ne? Und das ist eher so die Sprache, so das, was du davor hast, ist nicht so falsch, wollten wir dir mal eben sagen, um es dann anschließend genau umgekehrt zu machen. Das heißt, wir bräuchten nochmal irgendwie nochmal einen Anlauf darauf und dann hat das Ding auch Chancen, dann wenigstens beim zweiten Mal eben da oben hinzulaufen und dann könnte man dann ja irgendwie dann halt vielleicht mit einem kleineren Minus dann da oben ja immer noch rausgehen. Ne? So. Aber der ist halt auch irgendwie, also zumindest mal was, oder generell, seit er halt hier runtergekommen ist, sehr langsam der Markt. Ne? Ist halt schon so ein bisschen im Einschlafmodus. So, mal gucken, ob das jetzt hier passt. Ja, also im Prinzip ist wieder die gleiche Positionierung. Hier war das Low. Ja, das wir jetzt gerade, also das erste Low, das wir jetzt hier gerade wieder gekauft haben. Und wenn er sich da jetzt irgendwie davon fernhält, und dann müsste es eigentlich da oben rauslaufen. So. Trotzdem mal die Margin im Auge behalten. Ja, okay. Macht aber nicht, ne? Kommt schon wieder da irgendwie unten hin. Ja, gucken, ob das jetzt wirklich nochmal irgendwie ein neues Tief gibt oder ob das jetzt dann halt hier reicht. Nelson, wie viel Zeit hast du? Noch genug. Okay. Okay. So, ich kann jetzt hier eh nichts Neues mehr erzählen. Ich gucke jetzt mal irgendwie hier drüber. So. Nelson ist schon ein bisschen weggeknickt. Weggenickt. Ich dachte, weggeknickt. Nee. Noch nicht weggeknickt. Oder weggenickt. Beides nicht. Ja. Ja, das hier ist eine Kampfposition auf jeden Fall. Ne?
Hast du deine Kamera Ah. ausgeschaltet oder? Bitte? Ja, ich habe ganz kurz ausgeschaltet. Geschaltet, ja. Ich mache Okay, hier okay. gerade Massen, von daher, das muss man nicht auf Video festhalten. Ich bin gleich wieder da. Du hast ein neues Hemd. Genau, einmal durchgeschwitzt. Brauche jetzt ein neues Hemd. Ich beiß hier gerade irgendwie in die Tischkante. Das ist echt, das kann doch nicht sein, dass wir hier unten irgendwie keine Gegenbewegung kriegen. Was ist das denn für ein Markt? Aber es ist halt wirklich, ne, also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mit dieser ultralangen Abwärtsbewegung. Das ist die längste seit, weiß ich nicht was. Ey, wieso muss ich da ausgerechnet jetzt reingeraten? Ja. Wieso muss das so sein? Murphy's Law kann echt anstrengend sein. Ne? So, ja, die Holzspäne aus Kieferrohrstraße. Wir haben es Ja, ich nehme es mit gehört. Humor. Alles andere bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Ne? Ja, ne? Meint ihr das ernst? VMAX war abzusehen, da Feiertag. Also gehen wir jetzt nach jedem Feiertag direkt Short zur Eröffnung und haben dann die längste Abwärtsbewegung ever. So einfach ist es ja auch nicht. Ne? Also das Einzige, oder beziehungsweise, ja doch, das Einzige, was mich hier gerade bei Stimmung hält, ist der Bitcoin. Ne? Weil der hat es ja schon rausgerissen, was da jetzt irgendwie gerade im Minus steht. Ich bin hier, ich gehe nach dieser halben Stunde, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, bin ich im Plus. Aber nicht wegen dem tollen Trade, den ich hier gemacht habe. Ja, was heißt Anlaufen des Bernardscheibe? Nach dieser bärischen Kerze wäre, so ja genau, wäre ein Anlaufen des gestrigen Tiefs nur logisch, ja. Da sind wir wieder bei der Logik, ne? Das ist, wenn das so logisch ist, ja, wer soll es denn dann noch machen? Das ist ja genau das Problem, ja. Ja, kaum Volumen hochgezogen, ne, wie man nix. Da hast du absolut recht, ne? Klar, habe ich gesagt. Da bleibe ich auch dabei. Ich bin auch immer noch der vollen Überzeugung, ne, dass wir schneller bei 32.000 wieder stehen, als wir gucken können. Ne? Wenn der Trigger erstmal vernünftig gezogen ist, dann glaube ich auch immer noch dran. Ich wäre nur kein Fan davon, wenn die Reise heute anfängt. So, das ist das Einzige. Ne? Aber das hier sieht langsam wirklich ein bisschen hoffnungslos aus. Er macht zwar hier keine neuen Lows, ja, aber es kommt auch irgendwie kein Kaufdruck in den Markt. Da kommt ja nichts. Irgendwie aktuell habe ich das Gefühl, es ist irgendwie außer wir klemmen hier fest irgendwie an dem eigentlichen letzten Support, den wir da unten gehabt haben. Und irgendwann ist doch mal gut. Also irgendwann muss doch mal hier auch irgendwie so der Punkt kommen, wo nach dem Motto, ja gut, es geht jetzt nicht mehr weiter. Ne? Ich meine, vom Prinzip her, das, was ich von der ersten Position an hier unten ja auch beschrieben habe. Ne? Es muss irgendwann kommt der Punkt, geht es hier ein neu, kleines neues Tief. Und dann geht es nicht mehr weiter und dann kommt die Gegenbewegung. So, und das wäre jetzt, wenn das jetzt nicht kommt, und dann kann man es wahrscheinlich irgendwie vergessen. Ne? Also, und dann habe ich halt einfach keine Ahnung, was da erwischt, was auch immer. Vielleicht ist das auch so ein Ding, wo ich dann, das sage ich ja auch immer, ne? Wo ich dann vielleicht nachher drauf gucke und denke, so, bist du eigentlich total dumm. Aber erstmal, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig falsch, ne? Also gar nicht falsch. Aber es muss jetzt passieren. Es muss jetzt da auch, ne, ziehen. Und zwar kräftig. Und nicht nur irgendwie nochmal 3 Punkte bis an das letzte hoch und dann wieder nichts. Ne? Naja. Das sieht ja zumindest jetzt mal so ein bisschen danach aus, als fänden sich so ein paar Käufer berufen oder so ein paar Sportlichs dazu berufen, hier mal kurz zumindest mal irgendwie Pause einzulegen. Da können wir später immer noch mal höher ansetzen. Ne? Aber hier, 5 Minuten ist noch nicht um. Ne? Es kann immer noch, wie immer, wieder alles werden. Ne? Also, das heißt, 5 Minuten ist jetzt für mich jetzt auch nicht der Wahnsinns Timeframe. Ne? Aber da sehe ich jetzt mal abgesehen hier vom M2 zumindest mal so ein bisschen Tendenz. Ne? So, wer hat das gerade geschrieben? Wir bleiben dabei, bis du im Plus bist. Das ist genau das, was ich hören will. Das ist natürlich schön. So, noch schöner wäre jetzt, wenn der Dow jetzt hier einmal direkt drüber springt und darauf an diese Lows, an die 930
Und am liebsten natürlich mit dem ganzen Pot, den ich jetzt hier erstmal drin habe. Ja, ich finde die halt auch, ne, hier der M15, wäre eigentlich auch so rein vom Gebilde her, so wie sich das darstellt, eigentlich typisch für aufwärts, ne? Also so ein Ding nach unten, wenn wir das auf der Oberseite haben, sage ich auch mal, oh, ne? Das ist sehr verdammt nah am Hanging Man und hier ist halt einfach Inverted Hammer. Von daher gut möglich. Rein vom Bild her, ohne irgendwas anderes. Ne? Wir haben hier, und das sieht man natürlich ja auch, wir haben jetzt hier die Valley Area, wo wir von unten anklopfen. Jetzt zum dritten Mal, ne, quasi. Wobei vorher war die natürlich nicht so tief, aber jetzt ist sie da. Wir klopfen mindestens zum zweiten Mal jetzt da unten an. Und der Markt will da halt wieder rein. Ne? Also hier, da drin war ja halt letzten Endes 70% des gesamten heutigen Volumens. Ne? Und ich baue halt so ein bisschen drauf, dass wir da auch nochmal reinkommen, da drin zum Stehen kommen. Und wenn wir das hinkriegen, dann sollten wir auch den Point of Control recht schnell wieder kriegen. Und der liegt natürlich deutlich höher. Ne? Aber erstmal ist es natürlich nur Spekulation. Das ist keine Frage. Aber man sieht es eben ganz oft, dass es genau so läuft. Ne? Also hier die Value Area versuchen wir jetzt gerade hier zu kaufen. Deswegen löse ich auch hier jetzt erstmal noch nichts auf. Ne? Ich könnte natürlich sagen, na gut, hier hast du, boah, den Zug wieder hier, mein OBS macht wieder wilde Sachen. Ich könnte natürlich auch sagen, ja gut, komm, der Verlust ist ja nur noch ein Drittel. Aber gerade ist zumindest so ein bisschen die Impulsrichtung da, wie ich finde, dorthin, wo ich hin will. Außer es schlägt jetzt einer irgendwie auf die letzten Sekunden, bevor der M15 jetzt hier fertig wird, drückt nochmal auf den roten Knopf, dann ist natürlich blöd. Aber da müsste sich jetzt aber ziemlich beeilen in 5 Sekunden und ich hoffe jetzt mal, dass es so nicht passiert. So, okay. Ist nicht passiert. Also, wir überziehen heute mal ein bisschen hier vom zeitlichen her. So, M15 hat also erstmal da drin geschlossen. So, das heißt, das, ne, und wisst, was ich sagen will, es müsste jetzt eigentlich bedeuten, dass wir dem jetzt noch eins dran setzen und zumindest mal in Richtung dahin kommen, wo mehr Volumen gewesen ist. So, Point of Control wäre natürlich hier oben, ne? Viel höher. Deutlich über der 43.000. Ne? Aber so weit will ich gar nicht. Ich will ja nur erstmal hier in Richtung von der Öffnung und dann, oder hier hätten wir halt auch den VWAP in der Nähe. Das ist nicht ganz genau der VWAP. Da müsste ich hier das VPOC-Add-on reinziehen, da wird man es besser sehen. Aber der ist nur, also ist auch ein Volumendurchschnitt, aber anders gerechnet. So, okay, also. M15 macht's. Wo stehen wir im M5? SMA20. Hier oben wäre natürlich jetzt auch erstmal plausible Anlaufstelle. Und was übrigens auch Murphy's Law ist, ist, dass wir einen Punkt vor meinem Break-Even kriegen. Werdet ihr gleich sehen. Das ist normal. So. Was jetzt? Ah, okay. Keine Uhrzeit mehr. Okay. Beziehungsweise genau am Break-Even. Ne? So, ich mache jetzt aber Folgendes. Ich nehme jetzt mal 1, 2 hier raus. Also im Plus waren wir schon. Aber oder andersrum, ne? Ich habe meinen Break-Even halt jetzt durch meine Skalierung da unten leider genauso hingekriegt, dass wir jetzt genau da liegen, an dieses Low, wo ich jetzt erst mal zurück wollte. Ne? Von daher ist es jetzt auch nicht verwunderlich. Ne? Das ist jetzt hier auch ne, nicht das, was ich gerade gemeint habe, ne? Murphy's Law. Das ist jetzt hier einfach der, ja, der Mathematik geschuldet, ne? Wenn man so will. So, ich frage mich, wie viele jetzt halt dann hier schon wieder raus sind, übrigens aus dem Livestream und dann sagen, Helga, irgendwie, ja, aber, naja, aber trotzdem, ne, bin jetzt erstmal sieht das jetzt nicht so falsch aus. Wir müssen jetzt natürlich auch dieses Low wieder kaufen, ne, also zumindest mal irgendwie ein Stück weit kaufen, damit das Ding auch wirklich Chancen hat, noch viel weiter raufzulaufen, ne. Aber generell, was den ganzen Ansatz angeht, den ich da vorhin beschrieben habe,
Also ich hätte es ja nicht weiter verfolgt, so vehement, wenn ich irgendwie da nicht auch so ein Stück weit davon überzeugt gewesen wäre. Wobei überzeugt ist die falsche Formulierung. Es ist ja eher so, wenn das für mich nicht irgendwie plausibel Sinn ergeben hätte. So, jetzt machen wir den auch noch raus erstmal. Ne, hier erstmal 20. Damit wäre jetzt das erste Etappenziel eigentlich jetzt hier auch erreicht. So, und dann können wir jetzt auch sagen, ja, pass auf. Das mache ich vielleicht auch, ja. So, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Deswegen verkleinere ich hier erstmal ja auch brutal die Position. Weil nur weil ich jetzt im Plus bin, muss der Markt jetzt irgendwie nicht durchs Dach gehen, ja. Sondern das ist dann eher dann die Chance oder die man nutzen sollte und sagen, okay, ne, guck da mal nochmal irgendwie genau drauf. Macht das jetzt wirklich Sinn, da so lange dran festzuhalten oder nutze das, diesen Rücklauf jetzt vielleicht nicht als Chance zu sagen, ja, okay. Ich sortiere mich da jetzt erstmal nochmal neu und, ne, und will da jetzt nicht zu vermessen sein. So, und das werde ich jetzt auch tun. Das heißt, ich nehme jetzt auch hier den untersten noch raus. Ich hätte auch den hier oben rausnehmen können. Ist egal, ja. Und sage jetzt mal, na gut, wenn wir jetzt hier noch irgendwie einen Schub kriegen, dann nehme ich das dankend irgendwie an. Und ansonsten habe ich es aber dann zumindest mit ein bisschen Handwerk hier geschafft, aus einem ursprünglichen Problem, dann jetzt hier auch noch zumindest, ne, blaues Auge ist es ja nicht, also, sondern eher halt irgendwie auch noch was rauszuholen. So, aber gut, finde ich es halt immer noch nicht, so wie ich den da eingekauft habe. Und deswegen, weil ich habe ja am Anfang gesagt, das weiß ich, habe ich auch nicht vergessen, habe gesagt, das Ziel sollte schon natürlich sein, mit dem Profit rauszugehen, den ich auch hier im Risiko hatte. Das werde ich aber hier nicht mehr schaffen. Beziehungsweise dazu hätte ich irgendwie völlig überheblich oder wie auch immer, völlig selbst überzeugt hier komplett dagegen halten müssen. Habe ich aber nicht. Für mich hat sich die Sichtweise geändert, seit wir hier dieses Low eben nicht mehr gekauft haben. Ne? Das habe ich ja noch gesagt, als wir hier so ein bisschen drunter sind. Da habe ich gemeint, ja, das müsste schon irgendwie dann und dann rauskommen, sonst ist es natürlich irgendwie schlecht. Und auf Dauer dann halt eben ja auch ein Kontokiller. Aber die Kriterien haben sich, finde ich, so ein bisschen geändert hier. Und deswegen kann ich diese Haltung jetzt nicht mehr irgendwie auf Biegen und Brechen beibehalten, sondern sage dann jetzt hier eher, okay, das ist jetzt meine Chance, beziehungsweise das ist jetzt eben ja doch meine Chance, ne, wo mir Handwerk dazu geholfen hat, hier zumindest keinen Scheiß zu bauen, um dann mich jetzt halt hier kostenlos neu zu sortieren. So sehe ich das halt, ne? Okay, Position drehen ist, nein, nee, also der Bernhard fragt hier gerade, Position drehen ist keine Option, nein, weil, pass auf, aus einem ganz einfachen Grund, ne? Weil ich habe den Markt vorhin so ein bisschen falsch eingeschätzt, ne? Und vielleicht habe ich nicht richtig drauf geguckt, vielleicht ist der Markt auch einfach nur blöd gelaufen, ich weiß es nicht. Aber wenn ich eine Erfahrung gemacht habe, dann ist es wirklich die, wenn man zu schnell dreht und vor allen Dingen, wenn man vorher das irgendwie nicht so wirklich verstanden hat, was da eigentlich passiert ist, und dann ist das meistens das nächste Problem, was man sich antut. Ne? Und da ist es wirklich besser zu sagen, so, okay, wir lassen das mal, ne, und gehen da jetzt einfach mal raus aus der Nummer, und gucken dann irgendwie eine Stunde, zwei später nochmal irgendwie drauf. Ne? Weil es kann sein, dass ich hier dreht, er muss es aber nicht. Ich muss mich hier definitiv neu sortieren jetzt. Das macht alles gar keinen Sinn. Und das heißt, da würde ich mir jetzt nochmal den H1 schnappen. Ja, die Eröffnung werden wir wohl sehen hier. Ne? Schon okay. Aber ob ich da jetzt irgendwie mit 5 Punkten mehr oder weniger da rausgehe, spielt jetzt keine Rolle. Deswegen, ne, ist der jetzt hier erstmal weg. Der kann ja auch genauso gut nochmal hier runterziehen und dann die Eröffnung machen. Ne? Hier oben fehlen ja irgendwie nur noch 3 Punkte. Ich will auch noch ein paar Punkte höher, würde auch noch Sinn machen hier vom kleinen Timeframe her. Der kann sogar auch noch komplett drehen, ja. Aber um all das jetzt aber eben auch richtig einschätzen zu können, müsste ich mir wirklich nochmal hier von vorne nochmal anfangen, den ganzen Markt dann nochmal ganz genau angucken. Nämlich vom Daily dann halt irgendwie anfangen. Kann man ja mal ganz schnell machen. Also hier sieht man ja zum Beispiel, okay, ist eigentlich gar nichts passiert. Ne? Ist irgendwie vom Daily nichts, ja. Irgendwie mal kurz in Richtung Vortagestief gelaufen. Gar kein Problem, ja. So, das sieht völlig gesund aus. Vom H1 ist es jetzt einfach so, dass wir hier dieses ursprüngliche Support-Level, dass wir das jetzt hier vor uns haben, von unten. So, das heißt, der könnte jetzt hier drehen, ne, wenn der Markt jetzt irgendwie auf die Idee kommt zu sagen, ja gut, wir nutzen den heutigen Dienstag, weil halt irgendwie der Mond weiß der Geier, wo steht und drehen den ganzen Markt ab heute jetzt auf Kopf. Kann sein.
Dann würde der hingehen und würde sagen, gut, dann nehmen wir auch das nächste Level, was wir hier hatten, das letzte Support-Level, schnappen uns das direkt, ja, und schießen ihn ab hier runter. Kann sein. Vom Daily sehe ich es aber noch gar nicht. Das wäre schon mal ein Grund dafür, dann zu sagen, nee, ich drehe da jetzt nicht, ja, auch wenn er jetzt hier reagiert und dein Einwand auch völlig berechtigt ist, Bernhard, und man auch hier jetzt direkt ein paar Punkte hätte machen können, ne? Aber ich brauche irgendwie das gesamte Bild. Und wir haben hier immer noch nur die Supports von gestern. Und nur weil der H1 irgendwie ein bisschen komisch aussieht, heißt das nicht, dass das dann wirklich so wird. Ne? Und Point of Control, das ganze Volumen liegt irgendwo da oben. Ne? Vielleicht hat er auch hier vorne einfach nur einen auf den falschen Knopf gedrückt. Ja, man weiß es nicht. Das heißt, ich würde das hier erstmal abwarten. Typisch wäre eigentlich auch, dass der H1 bei so einer langen Bewegung, wir sind im Longtrend, es ist nichts kaputt, ja, es ist nichts kaputt, es ist immer noch long. Dass der sich jetzt hier über die nächsten Stunden nach oben schraubt und dann doch nochmal nach oben ausbricht und nochmal ein neues ATH macht. Knows? No. So, deswegen bin ich jetzt hier lieber ein bisschen bescheiden und tue mir das nicht an, dass ich mir jetzt hier direkt den nächsten da halt irgendwie ans Bein nagele, sondern erstmal sage, gut, okay. No, das war jetzt erstmal soweit okay, das war plausibel, das habe ich verstanden von da bis da. Alles Weitere verstehe ich aber jetzt erstmal nicht. Beziehungsweise muss der Markt dann erst auch mal zeigen, ob das irgendwie Sinn macht, was ich da überhaupt mir denke. So, meine Güte, ey. Ah, was ein Trade, ne? Aber naja, ich weiß, da wird jetzt der eine oder andere sagen, verbilligen ist blöd, ne? Ich sehe es halt nicht so. Also solange man irgendwie, ne, sich selbst im Griff hat, und ich glaube, das konnte ich ja hier auch ganz gut zeigen. Also ich bin ja auch immer wieder rausgegangen im Verlust. Ich habe ja auch gesagt, bis dahin und dann muss die Reißleine her, auch wenn ich sie wesentlich später gezogen habe, als ich ursprünglich nehmen wollte, ja, weil der Markt aber auch zwischendurch immer wieder Käufer gezeigt hat. Ne? Nur die haben es halt irgendwie dann halt doch ein bisschen übertrieben, ein bisschen mehr. Ne? Trotzdem, ich habe versucht, mein Risiko noch im Zaum zu halten. Nicht nur versucht, sondern habe es ja dann auch gemacht. Wie gesagt, das Risiko war höher, als ich geplant habe. Aber ich wäre auch da unten rausgegangen, dann irgendwie mit 2.500 € minus. Ne? Und ist natürlich blöd. Klar, schwingt da auch immer der Ehrgeiz mit, wenn man halt irgendwie live ist. Aber auf der anderen Seite war es jetzt, glaube ich, irgendwie so ein bisschen on the edge. Von der Skalierung her und aber trotzdem noch so, ne, hart an der Grenze, aber glaube ich irgendwie noch ganz okay. Oder zumindest irgendwie dieses, vielleicht irgendwie, wenn man mich laut denken hört, was ich vorhin auch gemacht habe. Ich konnte nicht mehr anders als irgendwie da drauf gucken. Und konnte man vielleicht irgendwie auch ein paar Sachen dann nochmal für sich dann irgendwie rausziehen. So, jetzt gucke ich aber mal hier noch über die Taschen drauf. Nein, über die Kommentare drauf. Weil da steht nämlich hier hin und her, macht Tasche leer. Genau. Würde ich an den heute mal unterschreiben. Ich bin ja auch nur bei einer Richtung dabei geblieben. So, also, mein Gott, komme ich da hinterher. Also los von Oktober hatten wir. Euphorie hatten wir auch. Bitcoin. BTC wird seine 60.000 nicht halten. Euro. Also Euro habe ich nicht auf dem Schirm. Nö, wird höher gehen. Meine Meinung. Also, mein Setup, sagen wir es mal lieber so. So, time is everything. Das ist eine Glaskugel. Ich irritiere, wenn ich hier vor mich hin mummle. Ich lese nur gerade und versuche dann noch was rauszupicken. So, danke für das Lob von time is everything. Also ich habe zwar auch keine Glaskugel natürlich, ne? Aber was geht in Bitcoin? Ja, ne? In Bitcoin habe ich die Candle nicht gesehen. Ich habe es nur im DAO gesehen, völlig in die falsche Richtung. Was aber eigentlich Was ich aber interessant finde, ne, so im Nachhinein betrachtet, ist, dass der DAO irgendwie nach unten knallt und der Bitcoin knallt nach oben. Das wird auch mal Zeit, dass man das mal genau so sieht. Ne? Das war auch nur am Rande. So, UNH 42.000 ist das Ziel. Nee, Leute, nicht so übertreiben immer. Ne? Wie gesagt, guckt euch das genau an. So, es kommen die Tech-Quartalzahlen. Da hatte Jürgen, wann kommt das? Jürgen Schimanski hat hier geschrieben. Vielleicht mal irgendwie kurz aufgreifen. So, Feiertag hatten wir auch, ne? Das ist halt immer ganz schwierig, irgendwie statistisch wirklich festzuhalten, so dass man was damit anfangen kann. So, Volumen, genau. Also, wie gesagt, das führt jetzt zu weit. Ich kann das nicht alles aufgreifen. Ich gucke nur, ob jetzt hier irgendwas.
ist, weil ich habe das in meinem Daily Stream ja alles schon irgendwie x-fach gehabt, ne? Aber ich trotzdem, ich würde auf jeden Fall abwarten, bis der Markt irgendwie es deutlich zeigt, bevor man dann sagt, okay, jetzt macht es irgendwie Sinn, auch in die andere Richtung dann irgendwie mal dagegen zu halten und irgendwie ein bisschen mehr auszuhalten. Nicht immer nur long. Ne? Und ich bin immer noch auf der, noch ist alles long. Es ist nichts short. Es findet alles nur in unserem Kopf statt, wenn wir den Markt auf 32.000 runterschicken wollen. So, Victor meint auch, warum raus aus dem Webinar, ne? Wenn es irgendwie nicht glatt läuft, lernt man es ja erst. Ja, klar. Also von daher freue ich mich natürlich, dass es jetzt so irgendwie gelaufen ist, weil man dann einfach auch ein bisschen mehr zeigen konnte als irgendwie nur rein raus, sondern hier auch Money Management, wo mich natürlich auch das Day Trader unterstützt. Also übrigens, Like nicht vergessen, bitte. Ja, das wäre total klasse, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Okay, sonst haben wir nichts mehr. Frank Meier, Dankeschön. Hab auch geschwitzt, aber auch aufgebaut. Etwas tiefer Long, Ende 120 Punkte. Ja, ist doch schön. Da ist doch cool. Gut. Was? YOLO, FOMO Short, der Chris. Ja, dann mach mal. Vielleicht geht's ja auch, wenn das, wenn dein Setup oder wenn dein, vielleicht das YOLO-Setup das hergibt, dann ist es ja okay. Gut, okay. So, Nelson, hast du noch was von deiner Seite? Ich war hier ein bisschen viel Kommentare bei YouTube. Aber wenn du auch noch was Alles hast, nehme gut. ich. Auf GoToWebinar sind ähnliche Kommentare, Blutdruck gestiegen, Geduld haben und Ja. natürlich auch viele Leute, die sich bedankt haben für das Webinar und vor allen Dingen hier auch mit YouTube zusammen, dass du das auch transparent alles zeigst hier live und ja, das zeichnet dich ja aus schon seit Jahren. Von daher super Job heute. Und nebenbei haben S&P und Nasdaq jetzt auch neue Tagestiefs. Die rauschen jetzt gerade auch nach unten. Ja, ansonsten von meiner Seite vielen, vielen Dank, Dirk. Also das Webinar sollten sich einige sich anschauen heute. Und ich sag schon mal einen schönen Tag noch, eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche. Passt auf eure Position auf und ja, hoffentlich dann bis in 2 Wochen wieder. Und Dirk hat heute mal das Schlusswort. Danke dir. Ja. Also, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und natürlich fürs mit mir fiebern und durchhalten und irgendwie nicht wegrennen. Einige werden es gemacht haben, das ist aber okay. Und ja, viel mehr kann ich jetzt auch gar nicht mehr sagen. Wir sehen uns heute Abend um, wenn ihr mögt, um 22:30 Uhr etwa. Und dann gucken wir uns mal an, was draus geworden ist und eben was dann morgen draus werden kann, ob er den Trend jetzt wirklich umdreht. Oder ob wir nicht dann doch wieder am neuen ATH stehen. Ne? Also ich glaube es erstmal, es spielt keine Rolle, was ich glaube. Der Markt wird es zeigen. Ne? Ich fand es so ein bisschen kritisch. Die Abwärtsbewegung, ne? Wie ich ja vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, es ist die längste Abwärtsbewegung, 15 Uhr seit, weiß ich nicht wann, und ich war long. Juhu. Ne? Okay. So ist es halt. Das gehört dazu. Das war halt live und in Farbe mit Schwitzkasten und das ganze Programm. Tischkante beißen habe ich nicht gezeigt. Aber mir war auf jeden Fall danach. Gut, okay, also, Dankeschön nochmal. Lasst das Like sehr gerne da. Abonniert den Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Dankeschön. Ciao. Nicht vergessen, heute Abend einschalten. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Nelson. Danke.